Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Vice City. Wir nehmen hier direkt den Anruf entgegen und machen natürlich direkt weiter hier mit der Story. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Yep, wir müssen uns natürlich noch ein bisschen an das neue Handy gewöhnen, dass wir da noch Anrufe bekommen, die vielleicht nicht so ganz für uns bestimmt waren. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall direkt zur nächsten Mission gehen und die starten. Die Pizza Boy Mission haben wir schon abgeschlossen, deswegen haben wir jetzt auch schon 150 Leben anstatt 100 und natürlich haben wir auch noch ein bisschen Geld verdient. Und bevor wir die nächste Mission starten, wollte ich noch eine kleine Sache machen. Da wir ja das Spiel auf Platin spielen wollen und das zu den 100% dazugehört, muss man natürlich auch alle Immobilien kaufen. Und wir machen jetzt schon den Anfang und werden unsere allererste Immobilie kaufen. Und zwar ist es die günstigste. Nehmen wir nämlich die hier. Die kostet 3000 GTA-Dollar und die kaufen wir jetzt. Und Washington Street gekauft. Außerhalb einer Mission können wir hier jetzt speichern. Jetzt haben wir zwei Speicherpunkte. Jetzt haben wir den einmal Ocean View Hotel und das hier. Also das Apartment. Ja, und dann starten wir direkt die Mission. Ohne Verzögerung. Die Geschworenen. Ach, an die Mission erinnere ich mich auch nur allzu gut. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out! I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No, 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 no! I tried that! The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Ah, diese Dialoge von Rockstar Games, weil die sind immer so geil. Ich konnte nicht mal ein Kind einschüchtern. Glaub mir, ich hab's versucht. Chilliger Dude auf jeden Fall. Okay. Rein zufällig wurde jetzt direkt vor uns einer niedergebrettert, damit wir auch eine Waffe für die Mission haben. Okay. Ist natürlich nur ein bisschen lächerlich. Schüchtere die zwei Geschworenen ein, aber erledige sie nicht. Okay, ganz wichtig. Wir dürfen sie nicht töten. Wir brauchen die Dudes noch. Aber kein Problem, kriegen wir hin. Die Mission habe ich mindestens schon 100 Mal gemacht. Auf der PlayStation 2, auf der PS4 und sogar auf dem iPhone. Weil ich habe mir GTA Vice City auch früher mal auf dem iPhone geholt, als es neu war. Und da habe ich die Story sogar komplett einmal durchgespielt auf dem iPhone. Okay. Moin, Kollege! Soll ich die jetzt irgendwie hauen? Ja. Okay, du kannst auch das mit dem Hammer oder... Okay, alles klar. Ja, dann zerfahren wir doch das. Ein bisschen die Karre. So, du wirst hier nicht aussagen, mein Fräulein. Ah, Polizei. Nein, nein. Unschuldig, bis ich was anderes sage. Das musst du dir merken, mein Fräulein. Okay, wir haben jetzt gerade die Bullen am Hals, das ist nicht so gut. Wir fahren mal direkt weiter. Zum nächsten Geschworenen und hoffen, dass wir... Ich wollte gerade sagen, hoffen, dass wir keine Bullen treffen. Aber da haben wir noch einen getroffen. Aber kein Problem, ein Sternchen war locker los. Wir dürfen halt nur nicht nochmal irgendwie Polizisten begegnen. Mit dem Fahndungslevel, das läuft hier alles ein bisschen anders als bei GTA 5. Und bei GTA 5 ist es ja auch sogar so, dass die Bullen einfach... Also so fahren die halt gar nicht rum auf der Map.
Und hier bei GTA Vice City fahren die halt schon noch rum. Und das ist halt einfach so ein kleiner Unterschied. Und ich frage mich eigentlich auch, warum das nicht bei GTA 5 ist. Warum die nicht einfach mal so Streifen fahren. Aber naja, vielleicht wird da ja irgendwas in der Next-Gen-Version geändert, weil so das Fahndungslevel ist natürlich was, was öfter mal kritisiert wird. Okay. Schrotte das Auto des Geschworenen. Kriegen wir hin. Boah, ist er gepanzert oder was? Hallo? Oder soll ich einsteigen einfach? Nee, ich muss nicht einsteigen. Okay. Irgendwie, das andere Auto ging irgendwie ein bisschen besser kaputt, hatte ich das Gefühl. Okay. Na gut, hauen wir einfach noch mal ein bisschen drauf rum. Bis das so kaputt ist, wie es soll. Aber wundert mich auf jeden Fall, dass das andere Auto so schnell kaputt ging. Und das hier nicht. Aber warte mal, wir können das vielleicht auch ein bisschen anders schrotten, indem wir einfach unser Auto nehmen. Oh, was siehst du denn auf mich? Ich habe keine Polizei. Du weißt, er ist nicht schuldig. Also wenn jemand so zu mir ankommt, dann weiß ich, dass die Person auch garantiert schuldig ist. Okay, wir nehmen mal lieber ein anderes Auto und fahren dann direkt zur nächsten Mission. Aber ich komme darüber nicht hinweg, wie geil die Steuerung ist, weil, ey, das hat mich früher immer so genervt bei den anderen GTA-Teilen mit der Steuerung. Aber die hier, die ist so easy, also es macht so viel Spaß wieder. Okay, Handy klingelt. Hallo? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. Keine Sorge, mein Freund, keine Sorge. Wir kriegen dein Geld schon wieder. With unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Do us both a favor. Ja, jetzt kann ich das Auto nicht klauen, wenn hier die Bullen stehen, oder was? Ach, ich klaue das trotzdem. Vielleicht sagen die einfach nichts. Und, sagt ihr was? Sagt ihr was? Okay, also man kriegt so auf jeden Fall einen Stern. Ja gut, man weiß ja nicht, man muss ja ausprobieren, ne? Okay. Wir fahren auf jeden Fall zur nächsten Mission. Wir lassen uns nicht stören von der Polizei. Bis wir bei der nächsten Mission sind, haben wir unseren Stern sowieso los, denke ich mal. Wow. Da wurde ich gerammt. Ach ja. GTA Vice City ist so geil. Ich finde auch diesen älteren Grafikstil finde ich überhaupt nicht schlimm. Also, ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass die so mit der Grafik eigentlich relativ zufrieden sind und so. Und ich muss sagen, ich hätte schon ein bisschen mehr erwartet von der Grafik. Aber mich stört das ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt irgendwie noch so die alte Grafik ist oder nicht. Wie gesagt, was wirklich wichtig ist, ist halt, dass die Steuerung gut funktioniert. Und die Steuerung, die funktioniert hier sehr, sehr gut. Bei den anderen Missionen, bei der alten Version bin ich halt immer wahnsinnig geworden, ey. Das ist so schrecklich gewesen. Oh, schon wieder. Also unser Telefon klingelt ja ununterbrochen. Hallo. Ah, okay. Jetzt haben wir auch die Attentatsmission freigeschaltet. Können wir nachher auch nochmal machen. Beziehungsweise in irgendeiner Folge. So, schauen wir mal, was jetzt kommt. Aufruhr. Ach, ja. It goes without saying. Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business.
And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Yep, die Mission kenne ich natürlich auch noch in- und auswendig. Jetzt werden wir uns erstmal so ein Handwerker-Outfit anziehen. Und ja, dann diese Baustelle, an der wir schon des Öfteren vorbeigefahren sind. Dort werden wir ein bisschen Stress machen, kleine Massenschlägerei provozieren. Ja, nehmen doch lieber die Abkürzung. Ja, so läuft es bei den Gangstern. Immer in den Gewerkschaften drin und immer versuchen, alles so ein bisschen an sich zu reißen. Ja, ich freue mich schon auf den späteren Missionsverlauf. Wir werden ja noch ein richtig geiles Haus bekommen und so. Da freue ich mich schon drauf. Das Haus habe ich mal sehr gemocht. Das Haus, was wir noch bekommen, ist ja auch sehr arg dem Haus von Scarface nachempfunden. Und generell ist ja hier in dem Spiel sehr viel auch von bei Scarface nachempfunden. Vielleicht könnte man ja auch mal so nach einem Video machen, irgendwie, wo man diese ganzen Vergleiche mal aufstellt. Obwohl ich einmal schon ein Video gemacht habe, könnt ihr euch ja gerne mal reinziehen, wo ich Filmanspielungen aufgezählt habe von GTA. Da ist unter anderem auch ein kleiner Part drin von GTA Vice City. Aber es gibt natürlich auch noch viel, viel mehr Filmanspielungen in der ganzen GTA-Reihe, als ich in dem Video habe. Das ist natürlich klar, also die kann man gar nicht alle in ein Video unterbringen. Das fängt ja schon bei manchen Autos an. In GTA Online zum Beispiel der Rhapsody. Klare Anspielung an Wayne's World 2. Okay. Was machen wir hier jetzt? Oder beziehungsweise wie machen wir das jetzt hier am besten? Okay. Fangen wir mit mindestens 4 Arbeitern Streit an. Okay, kriegen wir hin. 1, 2, 3 und 4. So, was jetzt? Ja. Zerstöre die Transporter auf dem Gelände. Okay. Habe ich eine Waffe? Ich habe keine Waffe dabei. Ne? Ich habe keine Waffe dabei. Okay, wie soll ich die dann ohne Waffe zerstören? Wenn du jemanden ausschaltest, der eine Waffe trägt, lässt er sie fallen. Okay. Aber auch komisch, dass wir keine Waffe haben. Also ich bin eigentlich nicht irgendwie gestorben. Ja, ja, komm doch. Ja. Ja, stirb, stirb. Ja, jetzt habe ich die Waffe. Wow. Der ist so gut hoch. Jetzt. Nein, ich will das da. So. Mission erfüllt. Fünf Uhr einmal hingefallen. Nice. Alles klar, die Mission haben wir. Dann haben wir jetzt Avery als Auftraggeber freigeschaltet. Und wir werden aber erstmal eine Attentatsmission machen. Und da werden wir jetzt als nächstes hinfahren. Mal schauen, was da auf uns wartet, weil, so wie ich die in Erinnerung habe, waren die relativ schwierig. Und ich versuche eigentlich immer erst mit diesen schwierigen und nervigen Sachen anzufangen, damit man das dann hinter sich bekommt. Okay. So. Ah! Dass mir Schnee liegen würde, so rutschig ist das. Okay, hier haben wir dann. Alter. Das Telefon. Ja, Polizei, ich will dich nicht rammen. Das Telefon wackelt ja sogar. Ey, schon wieder klingelt mein Handy. Moin. Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat. Okay? Good day, senor. Ja, dann haben wir schon wieder unseren nächsten Auftraggeber. Aber wie gesagt, erstmal werden wir uns die Attentatsmission gönnen. Der Pizzalieferant. Mr. Thiel, your help in eradicating those out-of-towners was invaluable to business. I have more work for you, with a more hands-on approach.
Your next shot is taped under the phone. Nice. Unser nächster Auftrag. Okay. Lieferungen übrig. Okay, der muss. Pizza-Lieferant schalten Sie ihn aus, bevor er seine Lieferung abschließt. Das kriegen wir doch hin. Wow. Da kommt er schon. Okay. Eigentlich müsste der doch jetzt hier irgendwo. Ja, da liegt er. Okay, eigentlich dachte ich, die Mission wäre schwieriger. Aber die haben wir auch geschafft. Sehr schön. Okay, bevor der hier uns. Ah, hier liegt sogar noch Geld, was wir uns einsammeln können. Das nehmen wir doch mit. Mensch. Ja, nice. Jo, dann würde ich sagen, beenden wir auch schon mal die Folge hier. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn wir wieder GTA Vice City zusammen zocken. Und jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, die ho.